kein Wolf vor der Tür, weil das hatte ich in der Alpha so oft gehabt, dass man eine Tür aufgemacht hat und direkt vor der Tür ein Wolf stand und man einfach nur wieder reingegangen ist. Okay. Gucken wir uns mal dieses Häuschen hier an, beziehungsweise... Okay, ich kann wahrscheinlich in mehrere Häuser rein und wirklich... Ah, es ist hier wird es genauso dunkel drin sein. Das ist das Problem. Hier wird es genauso dunkel drin sein wie in allen anderen Häusern. Nein, du sollst den Stein nicht werfen. Und ich habe einfach keine andere... Ich könnte mir eine Fackel anmachen und ich weiß nicht, wie lange hält die. Das ist halt das, wie das Ding. Wie lange hält diese Fackel? Aber diese Fackel würde ich erst verbinden wollen, wenn irgendwie, wenn es... Okay, mach mal ein Feuer an und... Oh Gott, was ist denn das für ein Raum hier? Beton. Das. Boah, Streichhölzer. Ja, das ist natürlich mega. Noch eine weitere Magnesiumfackel passt hier nämlich auch mit. Also, das Leder. Au, 16. Jetzt habe ich wieder anstatt 5 oder 4 hätte ich ja gerade noch gehabt, habe ich wieder 16 Streichhölzer. Das ist nice. Dann kann ich auch diese paar nochmal mich hier umgucken. Das ist nur ein Regal. Das nehme ich mit. Da drüben ist nichts, da ist nichts und hier kann ich das Haus wieder verlassen. Gut. Oh, ja, verbrenne ich einfach ein paar Mal. Da liegt doch eine Zeitung auf dem Boden. Wollte ich noch sagen. Zeitung und Haus verlassen. So, bitte lass da kein Wolf vor der Tür sein. Ansonsten gehen wir direkt wieder rein, nehmen uns die Magnesiumfackel und halten uns den einfach mit der... Boah, heftig. Der Magnesiumfackel auf Range. Weil ich glaube, von einem Feuer hat er keinen so einen wirklichen Schiss. Gehen wir gleich mal, oder von einem Streichholz eher gesagt, gehen wir mal gleich in das nächste Haus rein und gucken uns auch mal hier nochmal um. Boah, sieht ganz anders aus. Krasses Haus. Auf jeden Fall sieht es hier heftig aus und ich hoffe mal, dass es keine Wölfe in Häusern gibt oder irgendeinen anderen Scheiß in Häusern. Toaster, Ofen. Au, Mann. Ich brauche eine verdammte Lichtquelle. Irgendwas Besseres, ein Feuerzeug. Irgendwas, was Besseres als ein Rucksack durchsuchen. Rucksack ist immer gut. Ja, super, eine Mütze. Und ich verbrenne mir gleich mit die Flossen. Ich muss hier wirklich schnell durch. Es geht nochmal nach oben. Wenn es hier ein Bett gibt, Leute, wenn ich hier ein Bett finde, dann werde ich mich hier nochmal 2 Stunden hinlegen, in der Hoffnung, dass es gleich ein bisschen heller ist, weil ich sehe hier absolut gar nichts. Ich sehe ja absolut nichts. Das ist ja einfach nur stockenfinster. Da gucken wir schnell rein, auch wenn ich... Das ist sogar ein Handy. Oh ja, nice. Trinken und all so ein ganzer Kram ist immer gut. Verlassenes Kinderzimmer. Ein Buch nehme ich mir mit. Und jetzt heißt es schon wieder hier raus. Oh, jetzt brauche ich ein Streichholz, um hier rauszufinden. Ich versuche das einfach mal ohne Streichholz so... Irgendwo hier war die Tür. Es ist einfach nur schwarz. Ich laufe rückwärts. Irgendwo hier war die Tür, dann ging es hier um die Ecke. Dann war hier der Ausgang. Ja, nice. Super. Ich will einfach kein Streichholz nochmal jetzt nur dafür verwenden, dass ich einfach da wieder rausfinde. Das hätte ich in echt auch gemacht und echt hätte ich mich auch einfach nur irgendwie durchgetastet. Und hätte geguckt, dass ich rausfinde. Es wird allerdings langsam wieder hell. Also mich jetzt nochmal hinzulegen, das würde es nicht lohnen. Da kann ich nicht rein. Da sind weitere Autos, in die ich mich reinsetzen könnte, um vom Wolf irgendwie zu entkommen. Oder wo ich natürlich... Ach krass, es gibt natürlich auch einen Kofferraum. Das ist natürlich klar, der andere Wagen hat auch einen Kofferraum. Gut, ist natürlich abgeschlossen. Auf der Rückbank. Fahrzeug verlassen, dies, das. Kann ich von ganz hinten natürlich nicht. Hier kann ich nichts machen. Es ist so dunkel. Wird wirklich Zeit, dass es hell wird. Es wird wirklich Zeit, dass es hell wird. Ich will das Radio eigentlich nicht ausprobieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn hier eine Batterie drin ist und das Radio geht nachher an und hier passiert irgendwas, dann... Liegt da nichts? Ne, hier liegt nichts drin. Okay, machen wir es trotzdem mal. Okay, mit dem Radio passiert nichts und der Wolf hört sich ziemlich weit weg an. Der hört sich irgendwo ganz da hinten an. Obwohl da eine Batterie drin ist. Aber die Frage ist natürlich, ob die Batterie geladen ist oder... die leer ist oder keine Ahnung. So, nochmal schnell hier reingucken. Das Radio geht auch nicht. Ja, ich sollte das eigentlich nicht ausprobieren, ob die Radios funktionieren. Nachher geht das wirklich an und die Wölfe reagieren da drauf und ich kann in irgendeine Area nicht mehr hingehen oder sonst irgendwas, weil ich vielleicht keine Waffe habe. Oder ich habe keine Waffe. Ich habe Steine. Ich glaube, mit Steinen sollte ich nicht. Das ist eine ganz schlimme, ganz dumme Nummer. Steht ein kaputtes Auto. Komm, lass mal hier wieder was im Auto drin sein.
Ist auch so lustig. Ich finde das wirklich richtig gut gemacht. Ich würde es ja in echt auch machen, wenn ich Autos finden würde und keine Ahnung, so verlassener Bereich. Ich würde alles durchsuchen. Nur ich würde es wahrscheinlich nicht machen mit. Ja, ich weiß nicht, ob ich es mit Einsteigen machen würde oder von außen gucken würde. In echt würde ich wahrscheinlich von außen gucken. Wenn ich irgendwas sehen würde, dann würde ich das. Ah, okay. Da muss ich nochmal rein. Das ist eine Stelle. Beispielsweise, ich habe hier einen Wolf. Dann kann ich anscheinend auf der Seite aussteigen. Und der Wolf könnte nicht zu mir hinkommen. Ich weiß nicht, ob er hüpfen kann, jumpen kann oder sonst irgendwas. Oder den Wolf hier reinlenken und dann auf der anderen Seite aussteigen oder. Okay, ich kann hier rein. Hatte gerade wirklich die Paranoia, ob ich da in dieses Haus rein kann oder nicht. Oh, es ist echt, das ist Postamt. Okay, ich bin im Postamt drin. Das ist ja schon mal super. Das heißt, ich werde hier ganz viel. Das Postamt bringt mir aber auch nichts. Im Postamt bringe ich auch keine Lampe. Ich brauche einen Laden. Leute, ich muss aus diesem. Ich gehe hier erstmal raus, weil es bringt mir alles nichts. Es ist viel zu dunkel, um sich da drin umzugucken. Es wird zwar langsam. Es wird zwar langsam heller. Boah. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ich dachte, ich hätte Schritte direkt da bei mir gehört, neben mir gehört. Es wird zwar langsam heller, aber es ist immer noch so dunkel, dass ich einfach nichts in den Häusern sehen kann. Und ich muss hier. Oh, das erschreckt mich die ganze Zeit. Ich muss unbedingt irgendwas finden, einen Laden finden oder irgendwas, womit ich. Eine Magnesiumfackel. Ja, ich habe mehrere Magnesiumfackeln, die könnte ich rein theoretisch verwenden. Aber einen Laden finden, wo ich vielleicht eine Fackel finde oder. Ich könnte auch eine Fackel herstellen, draußen Feuer machen, irgendwo vor der Tür und eine Fackel herstellen und immer mit einer Fackel ins Feuer. In die Häuser reingehen. Aber ich werde mir jetzt erstmal sicherheitshalber wieder diese Fackel in die Hand nehmen. Weil ich vermute mal wirklich, wenn Wolf kommt oder wenn irgendwas kommt, was mich angreift. Finde ich diese Fackel. Man kann auch wirklich nicht von außen reingucken. Oder es ist einfach so dunkel. Zünde ich die Fackel und denke mal, dass ich dann ein bisschen Ruhe von dem Wolf habe. Oder dass ich auf jeden Fall mich dann von ihm wegbewegen kann oder irgendwas. Gehe ich mal ganz schwer von aus. Nur als allererstes, hier sind Türen, abgeschlossene Türen. Okay. Ich brauche nur als allererstes irgendwas Ladentechnisches. Da hinten leuchtet irgendwas auf. Also. Da gibt es irgendwie Licht. Da sollte ich mal hingehen. Das ist so, glaube ich, der erste Anlaufpunkt. Bevor ich jetzt hier wirklich. Ich meine, es ist hell genug, dass ich mich draußen umgucken kann, weil es einfach schneeweiß ist. Aber in den Häusern keine Chance. Und was auch immer da hinten ist. Da hinten scheint Strom zu sein. Das scheint aber auch. Wartet mal, Leute, ist da. Be nee, das ist. Boah, ich musste gerade näher an meinen Screenrand zu gucken, um zu gucken, ob da eine Bewegung ist oder ob das einfach nur ein. Was ist das da? Einfach nur irgendwelche Kanister aufgestapelt. So, einen Stock nehmen wir jetzt mal mit. Okay, ich sehe keinen Wolf, ich höre keinen Wolf. Boah, ich bin erschrocken wegen diesem Speicherpunkt gerade. Oh Gott. Das ist irgendwas. Das Geräusch ist ganz komisch, Leute. Das hört sich. Bitte lass es kein Bär sein. Oder irgendwas anderes. Oder. Kurz mal hier im Windschatten stehen. Okay, irgendwas scheint da hinten zu sein in diese Richtung. Ich weiß es nicht, was es ist. Es hört sich auf jeden Fall komisch an. Und es ist immer nur so ein Stoßgeräusch. Auf jeden Fall ist hier Licht drin. Bitte lass es aufgehen. Bitte lass die Tür aufgehen. Ja, nice. Gut, hier ist schon mal Licht drin. Und hier chillt auch jemand. Hier chillt auch jemand und. Oh, Leute. Genau das habe ich gesucht. Genau das habe ich gesucht. Eine Sturmlaterne. Ja, nice. Und da ist sogar noch Petroleum drin. Das heißt, krass, ich brauche also Sprit, um die Dinger dann. Oh, what?
Leute, genau sowas habe ich gesucht. Genau sowas. Aber das Ding machen wir jetzt trotzdem erstmal aus. Weil ich brauche davon. Das geht nämlich richtig schnell runter, das Zeug. Und ich brauche so ziemlich jeden Fitzel. So, bevor wir mit ihm quatschen. Boah, hier habe ich ein. Das ist natürlich nice. Hier kann ich dann wahrscheinlich wieder kochen und dies. Aber ich habe nichts dabei. Ich habe Essen dabei und mir geht es aussehen eigentlich ganz gut. Ja, das Problem ist, ich sehe hier rein gar nichts ohne meinem Licht. Das heißt, oh, ja gut, dann muss ich da jetzt durch. In diesem Haus oder hier muss ich mich auf jeden Fall drin umgucken, was ich hier drin alles finde, weil hier wird Hundefutter. Ja, Leute, ist mir ganz ehrlich, in der Teufel frisst auch Fliegen und in der Not und das ist halt das Ding. Ich würde wahrscheinlich auch in so einer Situation alles essen. Das heißt, wenn ich Nahrung für die Flinte bekomme und es ist, ja, wenn es halt dann auch nur Hundefutter ist, ich weiß, wahrscheinlich würde ich auch Hundefutter essen. Lampenöl, ja, brauche ich. Davon, das brauche ich. Das brauche ich ganz dringend. Lampenöl und davon brauche ich auch noch mehr. Siegel, sorry, dass ich dir nichts da lasse, aber ich hab's, ich. Ja, ich weiß, kein Cash. Aber ich brauch's. Was ist das denn? So ein Energy Drink. Nice. Nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Kasse durchsuchen. Das wird wahrscheinlich nicht drin sein, weil sie nehmen eh kein Bargeld. So, das mit der Fackel oder das mit dem Licht geht eigentlich. Es geht doch nicht so schnell runter, wie ich das eben gerade gesehen oder gedacht hätte. Salzcracker, ja krass, hier ist. Was? Nein. Hier ist auf jeden Fall mega viel zu essen. Sorry, Digga. Eigentlich, normalerweise würde ich dir was da lassen, aber ich habe wirklich einen weiten, weiten Weg vor mir. In der Kiste ist bestimmt was drin. Das dauert 30 Minuten. Das muss ich anders machen. Ich muss erst die Lampe ausmachen. Ich lasse die nicht 30 Minuten an, wenn ich hier auf eine Kiste drauf aufprügel. Das macht keinen Sinn. Da irgendwie das zu verbrennen. Und die Frage ist halt, ob da irgendwas drin ist. Zündpapier etc. Das werden wir jetzt gleich sehen. Und zwar wieder Licht anmachen. Ja, eine Zeitung. Eine Zeitung, ein bisschen Holz. Na gut, ein bisschen Zündholz in dem Sinne. So, schnell hier hinten umgucken. Trockenfleisch. Ja, mega, ey. Ja, das, also, das hat sich hier richtig gelohnt. Das Problem ist nur, wie viel kann ich davon nachher mittragen, bevor ich wirklich randvoll bin, weil das alles wiegt natürlich was. Und wie viel kann ich. Ist nichts drin oder was? Aha. Und wie viel kann ich halt wirklich nachher. Ja, wie oft komme ich hier zu dieser Stadt wieder zurück? Also sollte ich hier immer was einlagern? Sollte mir dann immer nur eine Ration mitnehmen und sollte dann hier wieder zurückgehen? Oder bin ich halt länger unterwegs? Das weiß ich noch nicht. Und da bin ich halt auch am Überlegen. Soll ich mir so ein großer, fetter Sack sein, der alles am Essen rumschleppt? Bitte lass da noch ein bisschen, meinetwegen auch sowas drin sein. Eigentlich Lampenöl. Lampenöl wäre nochmal cool. Also sollte ich eigentlich alles mal beim Essen mit mir rumschleppen oder sollte ich irgendwo ein Lager aufbauen? Das ist halt die große Überlegung. Was sollte ich machen? Könnt ihr mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Was soll ich machen? Soll ich alles mit mir rumschleppen und von A nach B reisen oder soll ich mir irgendwo ein Lager aufbauen und immer wieder zu dem Lager wieder zurückgehen? Aha, das nehmen wir erstmal mit. Lesen uns nachher in Ruhe durch. Ich will mir jetzt nicht das hier in Ruhe durchlesen, während meine Fackel da Something's gotta go. oder mein Licht da langsam runterbrennt. Weil allzu viel Lampenöl habe ich nicht und ich habe sehr viele, meistens nicht mit, sehr, sehr, sehr viele Häuser zum Durchsuchen. Und ich werde hier jetzt erstmal ganz in Ruhe das Haus auf jeden Fall mir angucken. Ich hoffe, dass ich einfach noch irgendwas finde. Ich brauche mehr Lampenöl, aber ich vermute mal, dass ich in den ganzen Häusern überall irgendwo Lampenöl oder irgendwas finden werde. Jetzt kommt natürlich die nächste Sache. Sollte ich jetzt gleich wieder looten gehen? Weil ich bin tierisch überladen schon wieder. Oder sollte ich gleich erstmal. Krasse Scheiße. Das ist ja ein richtig alter PC. Oder sollte ich erstmal wieder zurück zum Haus gehen und die ganzen Sachen einlagern? Ich glaube, ich sollte die ganzen Sachen erst einlagern, weil ich bin so überfüllt. Und ich kann jetzt schon nicht mehr laufen. Und klar, mit so einer Fackel kann ich mir höchstwahrscheinlich einen Wolf erstmal irgendwie auf Abstand halten. Ja, noch einen weiteren Schlafsack. Ja toll, da hätte ich meinen Schlafsack auch da lassen können, weil jetzt bin ich wirklich überladen. Da hätte ich mal. Ah, verdammt, ich hätte meinen Schlafsack da lassen wollen. Das ist jetzt ganz schlecht. Gut. Auf
achten. Ich möchte nicht, dass diese Fackel, ich nenne sie schon wieder Fackel, ich möchte nicht, dass diese Lampe leer geht. Das heißt, ich muss mich hier schnell umgucken. Das noch durchsuchen, da ist bestimmt noch was drin. Na klar. Boah, krass. Trockenfleisch ja ganz übersehen, was an einer Wand hängt. Genau, dass ich auf jeden Fall hier alles mitnehme, was wichtig ist. Ich werde hier bestimmt nochmal zurückkommen, weil hier ist mega viel Karton und mega viel Holz. Aber es ist halt nur Holz und Papier und so einen ganzen Kram, den ich eigentlich rein theoretisch auch holztechnisch überall anders draußen finde. So, hier ist nichts und das Paddel konnte ich klein machen, um wieder weitere Stöcke rauszukriegen. Aber das finde ich alles draußen und das kann ich auch noch später machen. So, dann würde ich sagen, Lampe wieder aus. Und mit dem Typen quatschen. Was hast du da noch? Kaffeetasse, ja, sorry, den nehme ich dir jetzt auch noch weg. Dein Grill würde ich ja auch mitnehmen, wenn ich es könnte, aber den lasse ich dir da. Weil der ist nämlich mega, der Grill. So, haben wir hier alles nochmal, wirklich auch nochmal an der Decke umgucken. Weil hier stehen, ich habe vom Freund mir sagen lassen, der das Spiel schon gespielt hat, hat gesagt, du guck dich ganz genau um, guck dich vor allen Dingen auch an Sachen, hinter bestimmten Sachen um, weil er hat in meinem Gameplay schon gesehen, dass ich irgendeine Sache schon übersehen habe. Also, ja, so ein kleiner, nee, das kann ich auch nur klein machen, so ein, ich will nicht sagen kleines Secret, aber eine Sache schon übersehen habe, ich werde auch nicht wieder zurücklaufen, aber das sagt mir auf jeden Fall, oder das hat mir auf jeden Fall, damit hat er mir gesagt, guck dich ganz genau um, weil es gibt richtig viel zu entdecken und du wirst dich ärgern, wenn du... Hier ist ein Bett, ja nice. Und du wirst dich ärgern, wenn du die Sachen übersiehst oder einfach, genau. Spielst halt so, wie du es in echt spielen würdest. Das hat er mir gesagt, das ist ganz wichtig, spielst so, wie du es in echt spielen würdest. So, ich mache mir diese Feuertonne hier an Licht an, weil das macht nämlich Sinn, weil dann habe ich wieder Licht hier hinten und mache erstmal diese Fackel hier aus. Und dann werde ich wahrscheinlich, weil es wirklich einfach immer noch mega dunkel ist, Zinder habe ich wirklich nur einen, dann werde ich das so machen, weil es immer noch mega dunkel ist, werde ich mich, glaube ich, noch mal gute 2 Stunden hier hinlegen und in der Hoffnung, dass es ein bisschen heller draußen ist und dass ich einfach vielleicht auch ohne dem Licht in den Häusern was sehen kann. Also noch das Feuer anmachen. Hier könnte ich rein theoretisch auch was zu essen drauf machen, aber ich habe mittlerweile genug zu essen. Das Feuer brennt 28 Minuten, da sollte ich was nachlegen. Ansonsten brennt das nicht lang genug, habe ich Zündholz, ich habe ein Zündholz, ja, das tue ich rein, weil einfach auch Gewicht, ich habe sowieso schon mega viel Sachen, die ich mit mir rumschleppe. 2 Stunden, ich habe genug Stöcker und alles zu Hause, Bücher nehme ich allerdings mit, weil daraus kann ich Zünder machen. So, pack Stöcker rein, 4 Stunden, 4,5 Stunden, dann werde ich jetzt 4 Stunden mir auf jeden Fall hier nochmal hinlegen, hier nochmal schlafen, in der Hoffnung, dass es wirklich ein bisschen heller ist, weil es ist ja draußen stockfinster und auch hier drin stockfinster, also ein bisschen was zu sehen, nur so ein Hauch zu sehen, das würde schon reichen.